Über den Weltfrauentag und vor allem Frauenschutz wollen wir jetzt noch etwas genauer weitersprechen. Dafür ist Gerhild Tobergte vom Kinderschutzbund bei mir zu Gast, denn sie sagt, Frauenschutz ist gleich Kinderschutz. Hallo Frau Tobergte. Guten Abend. Ja, Frau Tobergte, im Rahmen des Weltfrauentags liest man diesen Leitsatz, den ich gerade gesagt habe, immer öfter, speziell, dass Frauenhäuser gleich Kinderhäuser wären in Bezug auf Kinderschutz. Wie passen diese beiden Dinge zusammen? Das ist zwangsläufig so. Wenn die Frauen versuchen, aus der Ehe zu kommen, weil sie die Gewalt des Mannes nicht mehr ertragen können, und das sind ja immer die spezifischen Situationen, dann ist das ja keine Gewalt, die an den Kindern vorbeigeht. Die Kinder erleben das mit zu Hause, die Kinder erleben die Mutter machtlos, erleben den, meistens ist es ja so, den Vater in einer Form, die ihnen nur Angst machen kann. Die Kinder verlieren jedes Sicherheitsgefühl. Und das ist ein elementares Problem für Kinder, die im Begriff sind, ihre eigene Persönlichkeit und ihre Position in der Welt sich zu erarbeiten. Mhm. Im Beitrag haben wir ja gerade auch gehört, dass es auch wichtig ist, dass Brücken geschlagen werden zu den Kindern von Eltern, zwischen Eltern und Lehrern. Ja. Gerade jetzt in Zeiten, wo seit Jahren mehrere Flüchtlingswellen passiert sind. Die letzte mit dem Ukraine-Krieg ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Wie schaut denn der Kinderschutzbund auf die aktuelle Lage? Also ich kann es ganz pauschal sagen, wir schauen mit großer Sorge drauf, weil wir nicht sicher sind, ob wir hier als Gesellschaft diese Probleme bewältigen können. Ich mache das ja jetzt seit 20 Jahren und die Arbeit ist immer schwieriger geworden, weil die Kinder im Prinzip immer bedürftiger sind im Verhältnis, im Bezug auf Bildung, in Bezug auf Sozialverhalten. Und es immer schwieriger wird, ihnen solche Dinge zu vermitteln. Ich bin übrigens der Meinung, wenn es um Demokratie geht, dass es nicht darum gehen kann, Demokratie irgendwie mit Begriffen an die nächste Generation weiterzugeben, sondern wir müssen versuchen, Werthaltungen überzeugend möglich zu machen bei den Kindern und Verhaltensweisen als wünschenswert ihnen darzustellen, aus ihrer Perspektive wünschenswert, die Basis für Demokratie sind. Denn Demokratie lebt nicht von Bekenntnissen und von theoretischen Vorstellungen, sondern die lebt vom Handeln, vom Denken, vom Wollen, von dem, was die Menschen an Motiven einbringen in das Zusammenleben. Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass ganz viele Lehrkräfte mittlerweile den Schuldienst wieder quittieren, weil es einfach zu viel geworden ist. Aber da kommt auch der Kinderschutzbund ins Spiel. Sie setzen sich auch dafür ein, dass vor allem auch Frauen den Berufseinstieg erleichtert bekommen und vielleicht auch sogar beim Kinderschutzbund schon erst Erfahrung sammeln in dem Bereich Lehrer. Einesteils das. Wir haben Honorarkräfte, die bei uns teilweise 1, 2, 3 Jahre sind und die in unseren Gruppen entsprechende Erfahrungen sammeln können, weil die Gruppen sehr klein sind. Mir ist völlig klar, dass man das nicht als Alltag in der Schule finden wird, ne, wo 30, 35 Kinder sind. Aber man kann an einer Gruppe von bei uns maximal 8 Kindern mit einem zweiten Betreuer und wenn es möglich ist, noch einem dritten, das ist bei uns immer eine Frage der finanziellen Möglichkeiten, kann man versuchen, Probleme kennenzulernen, die Kinder haben und die man selber im Umgang mit Kindern hat. Es geht einfach nur um die Fragen auch der Konfliktbewältigung bei vielen, die von zu Hause her ganz andere Erfahrungen mitbringen. Fluchtsituationen haben dieses Erfahrungspaket auch nochmal entsprechend angereichert und wir müssen versuchen, das jetzt sozial kompatibel zu machen, ohne immer nur zu sagen, man macht das so und so und so, sondern erfahrbar machen, konsequent den Kindern auch den Vorteil für sie selbst dabei zu vermitteln. Und das ist etwas, wo dann junge Lehrer in der Schule in eine Klasse geworfen sind mit dem Auftrag, einen bestimmten Stoff zu vermitteln und alle diese Probleme auf dem Tisch haben. Und dadurch fühlen sich viele überfordert. Und die Begründungen gerade der jüngeren Lehrkräfte sind, sie sind auf das, was in der Schule verlangt wird von ihnen, nicht stofflich. Das sind ja kleine Dinge, die kann man schnell im Zweifelsfall aufholen, wenn sowas ist. Sie sind nicht vorbereitet. Ne? Sie haben ganz viel Theorie gemacht, aber diese praktischen Situationen überfordern sie. Also es müsste viel mehr praktische Vorbereitung geben. Also nicht nur reden, sondern auch tun, mit einem gewissen Optimismus auch angehen. Ja. Und das passt auch gut zu der Aktion, die morgen stattfindet zum Weltfrauentag. Sie sind nämlich auch Mitglied in dem Frauen-Service-Club So Optimist International in der Ortsgruppe Duisburg-Mülheim. Ja. Und da sind Sie morgen im Forum und es geht um das sehr klischeehafte, aber total notwendige Thema Handtaschen. Klären Sie uns doch mal auf, was da passiert. Ich meine, Handtaschen sind erstens mal notwendige Angelegenheiten.
Gelegenheit, denn man muss ja nun alles Mögliche mit sich herumtragen, sei es nur Papiere, Kammspiegel und so weiter und Geld natürlich auch. Mhm. Und es wird viel Geld für Handtaschen ausgegeben, die man dann vielleicht nicht mehr, nicht jeder, aber nicht mehr im Gebrauch hat. Und wir haben eben als so Optimisten rumgefragt, wer kann uns gut erhaltene Handtaschen zur Verfügung stellen, und wir haben schon an zwei Stellen verkauft, an einer in Mülheim, an einer in Duisburg, und wollen das morgen wieder machen. Der Erlös soll zwischen den Frauenhäusern Duisburg und Mülheim aufgeteilt werden. Und für mich ist das eine ganz wichtige Sache. Sie sagten, ich bin Mitglied in dem Club. Ich bin nicht nur Mitglied, sondern ich finde den so optimistischen Grundgedanken sehr wichtig. Es gibt eine Trias, die den Grundgedanken darstellt. Das heißt, bewusst machen, bekennen, bewegen. Das heißt also sehen, wo sind die Probleme in der Welt. Nicht nur darüber sprechen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, denn die Welt verändert sich nicht von alleine, sondern anpacken und versuchen, das Bessere umzusetzen oder das zumindest, was man für das Bessere hält. Mhm. Und das ist für uns als Optimistinnen eben die Lebenssituation von Frauen in der Gesellschaft zu verbessern, ihnen Wege zur Bildung zu öffnen. Ohne Bildung ist man heute überhaupt nichts in der Gesellschaft. Und für uns noch zusätzlich, wir sind ja alle berufstätige Frauen, den Frauen auch Wege zu eröffnen durch ein Mentoring-Programm in Führungspositionen. Das muss nicht ganz oben sein, aber zumindest langsame Aufstiegsmöglichkeiten. Dazu braucht man bestimmte Qualifikationen. Und das ist wichtig, dass man das von Anfang an mitnimmt. Unter anderem eben auch durch die Aktion wie morgen, da kann man den Club kennenlernen. Ganz genau. Genau, im Forum Erdgeschoss zwischen 11 und 19 Uhr. Und da trifft man dann eventuell auch Sie. Und ich sage Frau Tobergte, herzlichen Dank, dass Sie da waren und für die Zeit. Gerne.